So, wo landen wir? Doch, auch wieder Grab des Kriegers. Klein. Nice. Okay, also könnte man auch hier weiter. Aber dann haben wir noch mehr verpasst. Dann müssen wir jetzt erstmal hier hinten hin zurück. Dann wollen wir uns nämlich angucken, was hier unten noch abgeht. Das scheint nämlich auch noch ein bisschen was zu sein. Marker, chop, chop. So, was ist hier? Eine Truhe. Bitte lass es keine Fake-Truhe sein. Sehr schön. Wobei ich glaube, dass diese Fake-Truhen uns größtenteils im Mammons-Bereich begegnet sind. Mammon war ja ein echt kluger Junge. Da oben ist eine Fährmannsmünze. Machen wir denn mit dieser Fährmannsmünze? Das war einfacher als erwartet. Nein! Ah, dieses Timing. Wo kommen wir insgesamt hier noch hin? Da ist eine Tür. Wir brauchen zwei Schlüssel, um das zu öffnen. Das ist die Tricktür. Allerdings kommen wir da jetzt gerade nicht besonders weit und wir haben insgesamt auch keinen Schlüssel gerade. Das heißt, wir müssen das auch erstmal liegen lassen. Für den Moment ist das okay. Für den Moment werde ich mich da nicht beschweren. So, das Grab des Kriegers wieder mal. Hier kommen wir nicht weiter. Ich denke mal, dass wir in diesem Level aber endlich eine Fähigkeit erlangen werden, die uns ermöglicht, diese roten Kristalle zu vernichten. Das haben wir schon so manches Mal gesehen. Der Skorpion-Tritt ist schon cool. So, muss man hier irgendwo hoch? Wie kriegt man das auf? Ach, schau mal an. Erledigt. So, da drüben sind auf jeden Fall... Hier ist ein Wasserfall. Ist dahinter... Oh ja! Ha! Das finde ich gut, dass wir das gesehen haben.
Das finde ich sehr gut. Ich meine, es war mir ja klar, dass hier irgendwo eine Höhle sein muss. Aber dass sie jetzt so schnell kommen würden, das hätte ich nicht gedacht. Was haben wir hier? Gesundheitssteinfragment des Schurken. Auch wieder für Strife. Ansonsten scheint es das aber gewesen zu sein. Trotzdem sehr, sehr gut. So, da drüben ist eine Truhe, aber wie gesagt, wir kommen da aktuell nicht hin. Das bringt mir also herzlich wenig. Da drüben sind aber auch noch welche. Hier sind auch noch zwei Fährmannsmünzen. Fuck. Nicht so schlimm, die Fährmannsmünzen haben wir. Wofür? Oh. Willkommen zu eurem Verderben. Oha. Das ist einer der Todschreiter, okay. Autsch. Okay. Der hat, glaube ich, zerhackt gerade seine eigenen Männer. Oh! Sehr schön, wir haben einen Todschreiter besiegt. Todschreiter. War kann 25% mehr Schaden blocken. Erhöht Strives Angriffs- und Zornkraft um 2,5%. Sehr, sehr cool. Das war also der erste Todschreiter. Man kann schon davon reden, dass die durchaus einen Kampf liefern können. So, was können wir denn jetzt hier machen? Todschreiter ist das. Könnten hier den... Den könnten wir benutzen, den Todschreiter. Allerdings erhöht... Erhöhen die anderen gerade so schön den Rest von uns. Skelettsoldat. Das ist blöd, das schwächt uns wirklich. Auch wenn es die Gesundheit erhöht. Lieber den Skelett schützen. Und dann können wir hier... Angriffskraft erhöht. Ja, erhöhen wir mal die Angriffskraft. So, den Ghoul könnte man hier reinbringen, aber wie gesagt, das will ich ehrlich gesagt nicht tun. Der ist auch nicht perfekt und der auch nicht. Und der auch nicht. Schlackefloh Level 2. Ja, den lassen wir erstmal. Thank you.
Oh. Ich sehe zwar gar nichts, aber offenbar kann ich sie gut töten. So, was bringt das denn? Ach, das macht einfach nur das Ding auf hier. Auf zum zweiten Todschreiter. Am krassesten soll ja der dritte sein. Das hat Samael ja mehr oder weniger durchklingen lassen. Schön haben wir es hier. Die Atmosphäre aus Grauen und Zerfall haben sie gut eingefangen. Mausoleum. All diese hirnlosen Haufen Knochen gehorchen einem feigen Stück Dämonenabschaum. Ja und? Wir dürfen nicht enden wie die. Ich weiß, wir haben eine Eidespflicht, doch ein Teil unseres Schicksals gehört immer noch uns. Wenn du weiter rumjammerst, mache ich dich selbst zu einem Knochenhaufen. Da wäre ich vorsichtig, War. Hey, War, war das ein Witz? Ja, nein, es war eine Drohung. Du hast dieses Schicksal gewählt, Strife. Wieso diese Zweifel? Ich bin ebenso gern ein übermächtiges Instrument des Todes wie jeder andere auch, aber... Aber? Darum bist du kein Reiter geworden, nicht wahr? Das ist ein toller Bonus. Auch ohne den Rat wärst du noch immer eine Tötungsmaschine. Was brauchst du also von ihnen? Verdammt tiefsinnig, War. Ich bin beeindruckt und ein wenig verstört. Können wir ein anderes Mal über unsere Gefühle reden? Vielleicht weiß er gar nicht so richtig, warum er überhaupt das gemacht hat. Klingt zumindest sehr danach, als wäre er sehr, sehr im Unreinen mit sich selbst. So. Perfekt. Lauter Fährmannsmünzen für mich. In die Richtung. Dieser Weg hin. Nirgendwo hin. Das war einfach nur eine kleine Abzweigung, okay? Das könnte ich den ganzen Tag tun. Okay, hier oben geht's weiter. Der zweite Todschreiter kann nicht mehr weit sein. Was ist das? Wirklich gerne, was das für eine Tür ist. Wir können ja mal gucken, was ist denn, wenn wir da reingehen oder es versuchen? Warum sollte man das wollen? Easy. Ja, im Prinzip hätte ich die Truhe jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Den Tränke und das alles haben wir ja schon, aber was soll's. Dann haben wir jetzt wenigstens einmal diesen kleinen Dungeon hier abgeschlossen. Diesen Mini-Dungeon. Spinne. Spinne, Schlange. Automap. Harte Fäulnis. Schauen wir uns mal an.
Da unten ist noch einiges. Ui. Fürstengrab, Grab des Regenten, Kapelle. Okay, hier ist noch ziemlich viel los. Hier ist auch nochmal ein kleiner Dungeon. Und hier unten geht's auch noch reichlich weiter. Verstehe. Dieses Level ist also durchaus größer, als es den Anschein machte. Vor allen Dingen frage ich mich, wie ich in das eine Gebiet da reinkommen soll. Einer dieser Kristalle ist aktiv. Zwei fehlen. Wer verliert denn einen Kristall? Wir brauchen sie, um die Tür zu öffnen. Na, dann muss sie wohl jemand suchen. Ja, ich weiß. Wir... Wer denn auch sonst, verdammt. Wer denn auch sonst? Ah ja. Beide sogar. Das ist sehr interessant, aber jetzt sollten wir eigentlich alle Sachen finden, die wir brauchen. Wofür brauche ich denn den? Hierfür? Ja, hierfür. Interessant. Zielmodus umschalten. Wirf. Ja, perfekt. Einmal. Wow. Okay, jetzt müssen wir umschalten und müssen greifen. Danke. Ah ja. Das benutzte Kristall sieht aus wie von einem Sperrmechanismus. Und genau diesen Sperrmechanismus werden wir gleich lösen. What is that? Can you please shut up? Der ist an. Jetzt müssen wir einmal eben kurz auf Krieg wechseln. Come on. Das müsste ausreichen. Für diese Truhe. Die mir eigentlich, wie gesagt, auch wieder nichts bringt. Aber ich mach's einfach nur, damit das Icon verschwindet auf der Karte. Jetzt müssen wir einmal rüber. Denn hier gab es noch etwas zu lösen. Okay, wir brauchen zuerst den und den. Bin ich schnell genug? Was ist denn, wenn ich jetzt auf ihn wechsle, kann ich irgendwie mit meiner... Nee.
klappt nicht. Ich glaube, ich hätte die Gegner gebraucht. Oder so geht's natürlich auch. Wir sind soweit. Der Weg ist geöffnet. Die Katakomben sind unser. Beziehungsweise wir gehen jetzt in sie hinein. Die Eingangshalle. Ein paar Minuten haben wir noch. Fährmannsmünze, perfekt. Wir nähern uns etwas Mächtigem, ja, das sehe ich auch so. Geschmiedet im Feuer der Hölle, der Todesreiter 3. Die Meister sie schützen, solange ihr Wille ist frei. Schier endlose Macht, die Wahrung den Dienern obliegt. Ein quälbaren Schreckens. Weder Dämon noch Mensch sie je besiegt. Erbaulich. Ich werde das hier genießen. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Wieder diese blöden Kristalle. Der Sperrmechanismus. Die Untoten sind buchstäblich hirnlos. Er muss in der Nähe sein. Wir müssen das irgendwie aufsperren mit irgendetwas. Sieht aus, als müssten wir irgendwas umleiten oder so. Vielleicht so eine Art Seelenenergie. Ja, es war ja so, dass wir da jetzt erstmal nicht wieder zurück können. Wir erhalten aber gleich eine neue Fähigkeit. Das ist das Einzige, was zählt. Wahrscheinlich muss man wieder hier mit irgendwas machen. Vielleicht auch nicht. Wie kommt man denn da oben lang? Ich will da oben hin. So, das werden wir schon mal bereit machen. What is that? Der hat einen riesigen Pyjama an. Aha. Und dann jeweils noch mal einzeln, ja.
interessanter Boss auf jeden Fall. Oder so eine Art Mini-Boss ja eher. Niedere Hülle. Gesundheit um 5% erhöht. Angriffs- und Zornkraft um 3% erhöht. Ja, und wie töten wir denn jetzt den? Ich habe eine Idee. Ja, okay, wir haben einfach nur sein Leben nicht gesehen. So, dann schauen wir uns doch mal an, was wir da Schönes kriegen. Hier auf jeden Fall auch nochmal eine Fährmannsmünze. Oder sogar 5. Der Tremor-Handschuh. Nutze den Tremor-Handschuh, um Tremor-Kristalle zu zerstören und Bodenschalter zu aktivieren. Kann auch eingesetzt werden, um Gegner zu zerquetschen und kleinere Gegner zurückzuwerfen. Tremor-Handschuh ausrüsten, der ist für Krieg, logischerweise. Drücke RT, um Tremor-Kristalle zu zerstören und Bodenschalter in der Umgebung zu aktivieren. Drücke RT, um Gegner zu zerquetschen und kleinere Gegner zurückzuwerfen. Das ist also Wars Ausrüstung. Und damit haben wir seine Ausrüstung komplett. Jetzt fehlt nur bei Strife noch etwas. Als bräuchtest du einen Grund, um zuzuschlagen. Ui. Sehr schön. Na. Warum? Verdammt nochmal. Geht doch. So, was ist jetzt hier drüben noch los? Da haben wir diese Kristalle. Ah ja. Auf jeden Fall interessant. Hier würden wir immer noch was bekommen und das will ich auch haben. Ah, guck mal da unten. Da ist auf jeden Fall noch einiges. So, was passiert jetzt hier? Ah ja. Verdammt, nur eine bestimmte Zeit. Gut. Und da ist der Schlüssel. Müssen wir nur auch wieder irgendwie hier wegkommen. Scheint aber so, als wäre das auch kein Problem. Wobei, wie komme ich denn... Wie mache ich das denn weg? Ah ja. Sehe schon. Ey! Was das denn? Ach, come on, ey. Knapp. Es hat gereicht.
Was haben wir hier Feines? Ich brauche hierfür auch den Tremor-Handschuh. Nee. Dann habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Ist das wieder irgendein... Was ist denn das? Was genau soll das sein? Den kann man aufladen. Ah, okay. Da muss man also härter draufschlagen. Das ist ein Irrgarten und zwar kein spaßiger. Eigentlich macht kein Irrgarten Spaß. Was passiert hier? Ah ja. So, und dann kann ich den Schalter hier drücken, der wahrscheinlich den einen Schließmechanismus lösen wird. Hier möchte ich aber jetzt wieder rein. Hätte ich gerade schon lösen sollen. Hier ist ja auch noch irgendwie wieder was. Guck mal. Das kann aber auch wieder nicht alles sein. Ich muss vermutlich noch irgendwie diese Dinger hier anzünden. Dafür brauche ich diese. Oder nicht? Warum geht es denn nicht? Hat es irgendwas mit dem Ding hier zu tun? Es muss etwas mit dem Ding zu tun haben. Aber wo ist der Ausgang? Der Ausgang. Ups. Hier ist er auch nicht. Ne, da kann ich an der Wand nichts. Und hier irgendwo auch nicht. Mann, das ist merkwürdig. Das ist einfach merkwürdig. Man muss doch hier irgendwie an dieses Zornfragment kommen. Ging das jetzt doch? Nee, das kann nicht sein. Guck mal da. Da ist was, da kommt man auch ran, aber man muss das anzünden. Ist da doch was? Warte mal eben. Nee, da ist nichts, oder? Aber warum sehe ich denn... Nee, da ist nichts. Hier ist auch nichts. Nee. Aber Moment mal, wie habe ich denn das jetzt angezündet? Nur weil das hier durchgeflogen ist? Okay. Wie kann das denn jetzt im Bogen fliegen? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, wie die Kacke im Bogen fliegen soll. Das ist
Das ist das. Das ist das Problem. Das reicht nicht. Da fängt es an zu brennen. Ich kann von hier aus auch das Ding erreichen, aber ich kann nicht. Es nervt so, ich komme da nicht ran. Ich kann ja die Flugbahn nicht beeinflussen. Das geht einfach hier durch. Ist da oben nicht irgendwas? Kann ich aber auch nicht rauf. Mann, das gibt's doch nicht. Na, wir werden das jetzt erstmal beenden. Ich habe gerade keine Peilung, wie ich das machen soll. Habe ich gerade wirklich nicht. Es hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Ding da zu tun. Theoretisch müsste dann hier oben. Aber hier ist nichts. Naja. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denkt natürlich immer daran. I want you for an adventure.